Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zwar endlich mal wieder ein Zara-Haul. Ja, ich war mal wieder shoppen bei Zara und möchte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich meist gekauft habe. Während ich jetzt gerade hier das Video mache, stelle ich mit Entsetzen gerade in diesem Moment fest, meine verdammte Hose ist schon wieder gerissen. Wer sich daran erinnert, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt eine andere Hose. Ey, was ist das hier für eine Kacke? Den Stuhl sonst breche ich. Ist das für eine Scheiße? Jede zweite Hose reißt bei mir weg. Fuck. Ja, so viel Informationen am Anfang. Ich bin dafür bekannt, dass irgendwie jeden dritten Tag meine Hose wegreißt. Wer kennt das? Ihr setzt euch hin, Hose reißt. Es ist das gammeligste Sachen, die halt wirklich passieren können. Aber egal, Leute. Herzlich willkommen zu diesem Zara-Haul. Habe ich ja schon gesagt, Hose kaputt. Mal vor oder zeige euch, was ich mir wunder. Bei Zara gekauft um. Und zwar als allererstes ist das dieser Strickpulli hier. Ich blende ihn euch jetzt nochmal ein. So sieht dieser Pulli aus. Liegt bei 39,99 Euro. Ich finde, die Farbe ist richtig cool. Gefällt mir. Immer irgendwie so gefällt mir. Normal gefällt es mir, weil sonst kaufe ich mir doch die Scheiße nicht. Was ist los bei dir, Digga? Gefällt er mir richtig gut? Ach was. Gefällt mir der Pulli richtig gut? Ihr seid immer aufgefordert. Schreibt mir eure Kommentare. Ich finde es auch richtig geil, wenn Leute schreiben, ist so hässlich. Sieht, ich habe immer Tränen in den Augen, weil ich zwischen den Videos selber lache über meine geballte Dummheit, die sich immer wieder zusammentut, wenn ich diese Kamera anmache und anfange zu reden. Egal. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, was ich hier so fabriziere. Auf jeden Fall, dieser Pulli hat mir sehr gut gefallen. Sind wir mal wieder beim Thema. 39,95 Euro und ihr findet den bei Zara. Vielleicht mal versuchen, ernster zu bleiben. Ne? Kommen wir zu einer Hose. Ich habe es euch ja schon in den Fashion Trends 2016 gezeigt. Und zwar Patches. Viele Leute haben da kommentiert, finden sie gut, finden sie nicht gut, hin und her. Mittlerweile müsst ihr wahrscheinlich selber zugeben, überall findet man immer mehr Klamotten, wo Patches drauf sind. Was sind Patches? So Sticker drauf sind, Beklebungen, wie auch immer. Und dementsprechend findet man natürlich das mittlerweile auch bei Zara. Und ich dachte mir, hey, ich will euch da nochmal Sachen zeigen, denn ich habe mir eine Hose gekauft. Und zwar diese hier. Schaut mal. Das ist Dallas, was los? Ist eingeschlagen. Hier. Ich blende sie euch nochmal ein. Die Hose ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer unten. Ihr seht das, ich habe die umgekrempelt. Preislich lag die bei 49,95 Euro. Jetzt nicht diskutieren. Ja, die sitzt ja richtig eng. Das war eine 44. Es gab nichts Größeres mehr. Ich glaube, ich muss sie auch noch tauschen. Ich bin einfach zu dick geworden für die ganze Sache. Am Ende des Videos sprechen wir darüber nochmal. Da gebe ich euch ein paar Informationen. Aber mir hat die auf jeden Fall ganz gut gefallen mit den Patches. Ich finde das ganz cool. Einen kleinen Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr jetzt so Klamotten habt, sei es Jacken oder Hosen oder wie auch immer, lasst es bei einem Kleidungsstück, was Patches hat. Nicht hier Jacke, T-Shirt, Hose, Schuhe, was weiß ich, auf dem Kopf noch so ein Sticker raufgeklebt. Nee, Leute, man darf es nicht übertreiben. Immer ein Kleidungsstück und der Rest eher ein bisschen dezenter oder schlichter, aber nicht hier euch komplett so wie so ein Sticker-Buch-Pussy-Album-mäßig. Bei dem Thema Patches sind, zeige ich euch auch noch eine Jacke, die ich mir geholt habe, und zwar diese hier. Preislich gesehen lag die bei 59,95 Euro. Auch hier jetzt nicht diskutieren. XL ist auch ein bisschen kurz. Meine Güte, Leute, ich gehe mal in den Laden und nehme mir die größten Größen, die es gibt, und dann stehe ich hier, sehe aus wie so ein Clown, muss ich noch ein Video machen und irgendjemand noch da draußen erklären, dass das mega gut aussieht bei mir. Nee, aber es ist nicht so einfach. Das Tanktop, was ich dort drunter trage, und zwar dieses hier, ich habe es leider nicht richtig abgefilmt, 9,95 Euro. Ich dachte, weißt du, was 9 Euro kostet, wird hier nicht extra abgefilmt. So, ne? Da muss man sich auch verdienen als Kleidungsstück. Da muss man schon ein bisschen teurer sein. Und zwar das hier mit der Farbe finde ich ganz cool. Ist auch ganz gut geschnitten. So ein bisschen Rundhals. Ihr wisst, dass ich das relativ gerne trage. Das habe ich dort unter. Und Leute, der Sommer steht ja mehr oder weniger vor der Tür. Es ist ja schon richtig warm teilweise hier in Berlin. Bock hat auf ein spezielles Sommerhaul, ja, oder die speziellen Tipps für den Sommer, in die Kommentare schreiben, dann hau ich da nochmal ein extra Video zu raus. Immer, Leute, ihr müsst aktiver werden in den Kommentaren. Was ist da los? Schreibt doch mal. Ich diskutiere doch auch die ganze Zeit. Ich laber euch da auch zu. Schreibt rein, was ihr wollt. Daumen nach oben für so ein extra Sommervideo. Aber eine kurze Hose, die ich mir gekauft habe, die auch sehr, sehr cool ist. Und zwar diese hier. Hinten sieht die so aus. Habe ich, glaube ich, nicht abgefilmt. Stark preislich bei 39,95 Euro. Und die werde ich definitiv in diesen Sommer tragen. Zusammen mit meinen Hawaiianis, ne? Mit den Flippies hier. Dies kann ich echt nur empfehlen. Hawaiianis sind echt coole Flipflops. Machen wir jetzt so ein paar Sachen, die ich mir gerade gestern bei Zara gekauft habe. Hälfte tausche ich um, weil passt mir. In die Kommentare, was euch davon gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was sagt ihr zu den Patches. Ihr wisst, ab und zu zeige ich auch gerne mal Sachen,
Ich weiß, Mode ist eine Geschmackssache. Der sagt auch gerne mal gegen den Strom schwimmen, gerne mal einfach das tragen, worauf man Bock hat und nicht immer das tragen, was Leute sagen, was du tragen musst, damit du nicht auffällst und damit dich keiner kritisiert und disst. Wer mich kritisiert und disst, will sehr, sehr gerne ab in die Kommentare. Ich freue mich wirklich über jeden, der seine Meinung sagt und lasst es an mir raus. Kritisiert nicht die Setz-Me-Community. Ihr wisst genau, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Dann noch eine Frage an euch und zwar, ich befinde mich gerade auf dem Weg zu der besten Form meines Lebens. Klingt immer so krass, ne? Vielleicht werde ich sie nie erreichen, aber ich werde es versuchen. Ich war so vor circa, oh, jetzt ist immer schwer, wenn man so Zahlen sagt, sagen wir Leute, unrealistisch schafft, meine ich in den Zeitraum. Sagen wir, in einem Monat oder so war ich bei 95 Kilo, jetzt bin ich ein bisschen wieder über 100, bin gerade dabei, ein bisschen aufzubauen und will mich richtig fit machen in den nächsten 2 Monaten. Ich weiß, man sieht es noch nicht hier immer nur mit Pulli und so. Wenn ihr Bock habt, dass ich dazu mal ein Video mache, es gibt 1000 Leute, die Fitness-Tipps machen, ich will hier gar nicht großartig was machen, aber ich habe gemerkt in letzter Zeit, dass oft Leute mich irgendwie nach Fitness-Sachen fragen. Wenn ihr das wollt, in die Kommentare schreiben, so, ja, Marc, mach mal ein Fitness-Video. Wenn ja, schreibt genau, was ihr wissen wollt. Keine Sorge, Leute, das wird hier nicht irgendwie so ganz viele Fitness-Sachen. Dann mache ich nur mal ein Video zu meiner Vorbereitung und da packe ich alles rein. Wie ich trainiere, was ich mache, wie ich mich ernähre. Wenn ihr das haben wollt, schreibt es in die Kommentare, weil dann mache ich wirklich nur ein einziges Video. Das war's. Kommentare schreiben, Fitness-Video. Ja. Leute, das war's. Macht's gut, schönen Tag, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo da. Wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen. Mein Name ist Marc Eggers, bis bald. That's me und passt auf, dass eure scheiß Hosen nicht reißen.